bin so ein Versager. Ich kann einfach gar nichts. Fühlen Sie sich auch manchmal wie ein Versager? Denken Sie, Sie könnten gar nichts? Sie haben das Problem und wir haben die Lösung. Zocken. Zocken reduziert Lernen auf 0%. Aufgrund dessen erzielen Sie in der Schule schlechtere Noten und müssen sich folglich später keine Sorgen über einen Job machen. Aufgrund des hohen Calciumchloridgehaltes wird das periphere Nervensystem zu einem bronchiokosen Handeln angeregt, in dem physikalisch-osmotischen Protaktion-Ionen über Sekundärbiotopen in den toxisch geprägten organismischen Teil des Körpers vom Homo sapiens eindringen und, ja, sagen Sie einfach, was gut ist, Mensch. Als mitmenschenfeindlicher Mensch erreichen Sie, dass sich andere Personen von Ihnen fernhalten, weil Sie mit Zocken Ihre Körperpflege vernachlässigen. Sie können Zocken in verschiedenen Varianten erhalten, zum Beispiel Smart oder vielleicht auch Mini. Vielleicht auch Large, das ist auch sehr interessant. Oder für die etwas bisschen aktiveren Mobil. Oder auch ganz klassisch normal. Für die Bros unter uns haben wir eine neue Variante entwickelt. Es gibt ein ganz neues Gefühl von Spiel. Wir nennen es Bank. Unter uns, die es eher klassisch mögen, haben wir Oldschool. Und wir haben auch noch Oldschool 2.0. Aber für die unter uns, die sich mit der Natur verbunden fühlen, haben wir die naturfreundliche Version nach jahrelanger Forschung das Spielen draußen entwickelt. Zum Beispiel beim Joggen. Oder auch romantisch am Wasser. Lucy, willst du mit mir zocken? Aber auch im Real Life geht's gut ab. Kvetkovic, Kern, Enrico Kern. Das war ein guter Pass. Das ist das 4-3. Christian Rahn, was ist das für ein verrücktes Fußballspiel? Natürlich besteht die Gefahr, wenn Sie zu viel zocken, dass Sie Ihre Spielerlebnisse in Ihr wahres Leben übertragen. Dafür übernehmen wir natürlich keine Haftung. Alter Junge, was soll das? Nun möchten wir natürlich wissen, was nicht bezahlte, zufriedene Kunden dazu sagen. Wir schalten dazu live zu unserem Reporter Thorsten Rosentreter in der Fußgängerzone. Okay, ich begrüße Sie recht herzlich hier bei diesem sonnigen schönen Tag. Fassen Sie sich kurz. An meiner Seite Wolfgang Schumann. Wolfgang, was sagen Sie zu...
Okay, danke für diesen ausführlichen Bericht. Okay, cut! Boah, ein Film mit diesem scheiß Saftladen. It's Rotime! Genau, denn diesmal haben wir unser zweites Video abgedreht. Diesmal zum Thema Zocken. Zocken damit. Ja. Ja, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Ja, und also in naher Zukunft werden wir nicht regelmäßig ein Video machen, da wir ja zur Schule gehen. Ja. Ja, wenn ihr euch das letzte Video noch nicht angeschaut habt, hier geht's zum letzten Video. Solltet ihr euch auf jeden Fall anschauen. Und abonniert uns, hier geht's zum Kanal. Immer für mich. Und dann bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, it's Bro Time.